Moin Moin aus Salzburg. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und jetzt gehen wir wieder zum Veranstaltungsort von Salt at the City. Und da geht es mit dem Bus zur Landpartie. Da werden wir ein bisschen im Umland umfahren. Bin mal gespannt, was wir da so alles zu sehen kriegen. Bis gleich. Im Bus sind wir jetzt mal. Bin ich gespannt, wo es hingeht. Glück gehabt, nicht hochlaufen. Wow. So, ich schlumpfe jetzt ein bisschen in der Burg Hohenwerfen rum hier. Bin ich mal gespannt. Fashion-Blogger at work. Eigentlich sind es ja Food-Blogger oder der eine jedenfalls. Ausblick vom Glockenturm. Und die andere Seite. Da unten stehen übrigens unsere Busse. Und da ist der Burghof. Die hier alle nicht bedenken. Wir müssen das nachher alles wieder hochlatschen. Alles hochlatschen. Hier findet jetzt gleich eine Greifvogelshow statt. Da bin ich mal gespannt drauf. Das war jetzt eine schöne kleine Falkenshow. Kleines Stück Fleisch wäre jetzt cool. Also ich weiß jetzt, wo Jean-Paul Gaultier seine Ideen her hat. Glaubt ihr nicht? Ich zeig's euch kurz. Ja. Der konnte mich auch gut unterhalten, aber der von diesem Wolf. War mir runter? Sehr schön. So, das war's von der Burg Hohenwerfen. Schön war's. Bis nachher. Bin jetzt hier am Mozarts Wohnhaus angekommen. Als ehemaliger Klavierspieler muss man da schon mal reingucken, ne? Ja, knapp verpasst. Komme ich morgen halt nochmal. Das ist der Markartsteg mit 10 Millionen Liebeschlössern dran. So viele werden es wahrscheinlich nicht sein. Da links oben, das ist die Festung. Da sieht man die vielen Schlösser noch ein bisschen besser. Und die findet man auf beiden Seiten von diesem Steg. Hier ein kleiner Blick flussabwärts von der Brücke. Und hier flussaufwärts. Und auf der linken Seite kommt jetzt gleich das Hotel Sacher. Hier. Wir sind jetzt hier vor Mozarts Geburtshaus. Mit inkludiertem Spa. Ja. So, und hier sieht man nochmal diesen Steg mit den vielen Schlössern. Und ich glaube, das war's für heute mit der Stadtbesichtigung. Ich habe gerade wieder erwartet, bis ich was gepostet habe. Operation geglückt. Ja, und hier haben wir das ganze leckere Essen gegessen im Restaurant Hotel Elefant.